Karl Müller, jetzt laufen wir hier abwärts. Wie muss man sich hier verhalten in den Kipp und Schuhe? Also wenn man ja normal abwärts läuft, dann läuft man etwa so. Ich zeige jetzt mal, wie man abwärts läuft mit normalen Schuhen. So, oder? Man schlägt sich mit jedem Schritt schlägt man sich ins Knie rein. Jawohl. Und irgendwann hat man den Knieschnapper und die Oberschenkelmuskel tun weh. Und der Kibunschuh ist ja perfekt zum Abwärtslaufen. Natürlich geradeaus auch, auf und auch. Aber beim Abwärtslaufen sollte man schauen, dass man möglichst nicht in die Knie hineingeht, sondern mit einem obwohl es abwärts geht, lieber ein bisschen kürzeren Schritt machen, mit gestrecktem Knie landen, den Fersen tief ins elastisch federndes Material hineindrücken und dann ganz langsam den Fuß nach vorne rollen lassen. Wenn man sich jetzt nicht gewöhnt ist, dann merkt man, dann hat der Skibeinmuskel gerne nicht die Eigenschaft, hat gerne nicht die Kraft, um langsam loszulassen. Aber wenn man schon ein bisschen vortrainiert ist im Kipp und Schuhe, dann geht das besser. Und dann kann man ganz wie ein Rädli, kann man eigentlich den Berg abrollen. Es gibt keine Schläge im Knie, es gibt keinen Knieschnapper. Und es tut Muskeln, man nennt das exzentrisch trainieren, das ist eigentlich das Beste. Man tut den Muskel anspannen und dann langsam loslassen. Und damit hat man ein wahnsinnig gutes Muskeltraining. Man hat eine aufrechte Haltung, kein Knieschnapper, man tut Gelenk schonen. Man hat eigentlich beim Berg ablaufen das beste Training, das man überhaupt machen kann. Wenn man trotzdem einmal Schmerzen haben, wenn trotzdem etwas wehtut, sollte, extrem, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Dann tut man ganz langsam, aber auch wieder gestreckt und auch wieder rollen. Die Ferse ins tiefe Material hineindrücken und so den Berg abrennen, ihr werdet sofort merken, dass das besser tut, als wenn man läuft. Wenn man fast nicht mehr laufen kann, dann gibt es noch eine letzte Möglichkeit und das ist Hinterste. Also wenn ihr nicht mehr könnt, den Berg ablaufen, dann müsst ihr einfach schauen, was hinten kommt. Und sonst Hinterste ablaufen, dann ja, das ist das Allersanfteste. Wenn jemand gar nicht mehr kann, bevor man einen Helikopter steigt, kann man einen Retour abwärts laufen. Also in einem Bizol, den alle Hinterste abwärts laufen, haben alle Kibunschuhe an oder eben gerade nicht. Jetzt nimmt es mich wunder, wie es da natürlich die Wanderer wahrnehmen. Christoph Kempte, das Abwärtslaufen, verspürst du da noch Schläge in den Knie? Ja, also der Trick jetzt auf dem Karl Müller, muss sagen, genial. Und ich bin wahrscheinlich auch einer, der jetzt vielleicht ähnlich wie die Frau vor uns runtergelaufen ist, ein bisschen tollpatschig. Und die Knie viel zu stark belastet, kann ich mir gut vorstellen. Jetzt Claudia, ich komme noch kurz zu dir über. Wie ist es für dich zum Laufen in diesen Schuhen, gerade auch abwärts? Ja, also wirklich, ich muss sagen, ich habe bis jetzt immer Probleme gehabt mit den Knien in allen Wanderschuhen. Und ich habe schon sehr viele Wanderschuhe ausprobiert. Und jetzt da laufen da durchab mit dieser wunderbaren Dämpfung, das ist einfach top. Und ich habe ja erst gerade einen veritablen Fehlkauf gemacht vor ein paar Wochen mit einem Wanderschuh und würde jetzt eben dem Karl sofort den Tausch anbieten, ich lade ihn an und gebe ihm meine alten.